Die Geschichte der uralten Magie erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video widmen wir uns der uralten Magie, ein Phänomen, das vor einigen Monaten durch das meistverkaufte Harry Potter Spiel populär geworden ist, Hogwarts Legacy. Eine so mächtige Magie kann in den falschen Händen großen Schaden anrichten. Sie muss von wenigen Auserwählten beherrscht werden. Aber was genau ist uralte Magie? Wie unterscheidet sie sich von herkömmlicher Magie? Und wo taucht sie in der Harry Potter Geschichte auf? Und was wissen wir über ihre Geschichte? All diese Fragen und noch mehr werden wir in diesem Video heute beantworten. In der Welt von Harry Potter bezieht sich uralte Magie auf mächtige, komplexe Zaubersprüche und Rituale, die seit Tausenden von Jahren in der Geschichte der Zauberer überliefert wurden. Diese magischen Praktiken sind oft von Geheimnissen und Legenden umwoben und viele von ihnen gelten als gefährlich oder verboten. Die vielleicht rätselhafteste Komponente der uralten Magie ist jedoch, dass ihre Verbreitung im Laufe der Zeit scheinbar abgenommen hat und in der heutigen Zeit existiert nur noch sehr wenig von ihr. Bis zum 19. Jahrhundert war die uralte Magie zu einer obskuren und mächtigen Form der Magie geworden, eine Seltenheit, die aus der Welt der Zauberer so gut wie verschwunden schien. Diejenigen, die die Fähigkeit besaßen, sie wahrzunehmen oder zu manipulieren, galten als einzigartige und außergewöhnliche Individuen, und selbst Hogwarts-Professoren hatten nur ein begrenztes Verständnis davon. Das Harry Potter-Lexikon beschreibt sie folgendermaßen. Uralte Magie ist Magie, die unabhängig von den Bemühungen des Zauberers geschieht, ein Effekt, der durch Ereignisse und Kräfte ausgelöst wird, die in der Natur der Realität liegen. Sie ist sehr alt und geheimnisvoll, und ein Zauberstab ist nicht notwendig, um sie zu wirken. Sie ist Teil des magischen Wesens des Universums. Im Großen und Ganzen repräsentiert die uralte Magie in Harry Potter die reiche Geschichte und Komplexität der Zaubererwelt und fügt dem ohnehin schon rätselhaften Universum eine weitere Dimension hinzu. Aber wie unterscheidet sie sich von normaler Magie? Erstens erfordert sie ein tieferes Verständnis für die Natur der Magie selbst und umfasst oft Beschwörungen, Stabbewegungen und andere magische Gesten. Zweitens ist die uralte Magie oft an alte Artefakte und Orte gebunden und erfordert ein gewisses Maß an Wissen oder Erfahrung, um Zugang zu erhalten. Es ist auch erwähnenswert, dass uralte Magie denjenigen erscheint oder geflüstert wird, die die Fähigkeit haben, sie zu nutzen. Im Laufe der Geschichte haben nur wenige Menschen wirklich die Fähigkeit besessen, die uralte Magie zu beherrschen, und ihre Meisterschaft wird allgemein als Zeichen einer besonders mächtigen Hexe oder eines Zauberers betrachtet. Noch interessanter an der uralten Magie ist, dass alle bekannten Anwender dieser Magie bei Beginn ihrer Ausbildung in Hogwarts im 5. Jahr entdeckten, dass sie in der Lage sind, sie zu beherrschen. Das deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen der Verwendung von uralter Magie und der Tatsache, dass man ein Spätzünder ist, geben könnte. Auch das Schloss Hogwarts selbst soll durch uralte Magie erbaut worden sein, was es zu einer Art Festung macht. Kommen wir zu den Ursprüngen der uralten Magie. Obwohl die wahren Ursprünge der uralten Magie immer noch unklar sind, gibt es zahlreiche Theorien, die sich mit ihrer Herkunft befassen. Hoffentlich trifft eine von ihnen zu, aber das müsst ihr selbst beurteilen. Die erste Theorie, die ich dazu gefunden habe, besagt, dass es uralte Magie schon immer gegeben hat und dass sie mit der natürlichen Welt und den Kräften des Universums verbunden ist. Auf diese Weise ist die Macht der uralten Magie in denselben fundamentalen Kräften verwurzelt, die auch die physische Welt beherrschen, wie die Schwerkraft, der Elektromagnetismus, die starke und schwache Kernkraft. Diese Theorie legt nahe, dass die uralte Magie eine Art kosmische Energie und/oder universelle Sprache ist, die von einer ausgewählten Gruppe von Hexen und Zauberern nutzbar gemacht und gelenkt werden kann. Die zweite Theorie, die ich gefunden habe, besagt, dass die uralte Magie mit den Geistern und Kreaturen der Zaubererwelt verbunden ist. In diesem Fall wären die alten magischen Praktiken in enger Zusammenarbeit mit den magischen Kreaturen und Wesen entwickelt worden, die die Zaubererwelt bewohnen, wie Drachen, Einhörner und Zentauren. Diese Theorie ist viel enger gefasst als die letzte und besagt, dass die uralte Magie aus einem Mikrokosmos der Zaubererwelt stammt. Die dritte Theorie, die ich gefunden habe, ist, dass uralte Magie irgendwie mit den Geistern der Toten verbunden ist. Das Leben nach dem Tod ist ein häufiges Thema in Harry Potter, und wir wissen, dass die Grenze zwischen Leben und Tod in der Zaubererwelt viel komplexer ist, mit verschiedenen Stadien des Seins, die dazwischen liegen. Diese Theorie besagt, dass erfahrene Praktiker der uralten Magie in der Lage sind, natürlich unwissentlich, mit den Geistern verstorbener Hexen und Zauberer zu kommunizieren und ihnen sogar Befehle zu erteilen, indem sie auf deren Wissen und Macht zurückgreifen. Die vierte Theorie besagt, dass die uralte Magie mit den frühesten Tagen der Zaubererwelt verbunden ist, als die Magie noch neu und ungezähmt war.
Nach dieser Theorie könnten die ersten Zauberer und Hexen durch Versuch und Irrtum mächtige magische Praktiken entdeckt haben, die dann über die Generationen als uralte Magie weitergegeben wurden. Diese Theorie legt nahe, dass die uralte Magie vielleicht auf eine Form der kulturellen Vererbung zurückgeht, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, um die Geschichte und die Traditionen der zaubernden Welt zu bewahren. Letztendlich sind dies nur Theorien und die Ursprünge der uralten Magie bleiben irgendwie unklar. Kommen wir zu einigen Beispielen für uralte Magie in Harry Potter. Manchen mag es so vorkommen, als sei das Konzept der uralten Magie aus Hogwarts Legacy entnommen worden. Die ganz Aufmerksamen werden jedoch wissen, dass die uralte Magie bereits in der Harry Potter Geschichte erwähnt wurde, viele, viele Jahre vor der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy. Sie taucht auch gleich zu Beginn dem ersten Buch auf, als Lord Voldemort versucht, den kleinen Harry zu töten. Um Dumbledore zu zitieren: "Du warst durch einen uralten Zauber geschützt, den er kennt, den er verachtet und den er deshalb immer unterschätzt hat, auf seine Kosten." Ich spreche natürlich von der Tatsache, dass deine Mutter gestorben ist, um dich zu retten. Sie gab dir einen bleibenden Schutz, mit dem er nie gerechnet hat, ein Schutz, der bis heute in deinen Adern fließt. An dieser Stelle bezieht sich Dumbledore auf den Opferschutz, den Liebeszauber, den Lily Potter auf Harry gelegt hat, um ihn vor Voldemorts tödlichem Fluch zu retten. Sie opferte sich, um ihren Sohn zu schützen, und dieser Akt der Selbstlosigkeit schuf einen mächtigen magischen Schild, der Harry vor Schaden bewahrte. Dieser Schild beschützte Harry sein ganzes Leben lang und war ein wichtiger Faktor für seinen letztlichen Sieg über Lord Voldemort. In Harry Potter wird die Macht der Liebe oft als eine mächtige und geheimnisvolle Kraft dargestellt. Was du vielleicht noch nicht wusstest, ist, dass es sich dabei um eine uralte Form der Magie handelt. Dies wird durch die Tatsache verstärkt, dass die Macht der Liebe in vielerlei Hinsicht auf einer Ebene wirkt, die über das rein physische oder materielle hinausgeht. Sie zapft etwas Tieferes und Grundlegenderes an als einfache Zaubersprüche oder Tränke. Die uralte Magie ist auch verantwortlich für die Magieresistenz der Haut von Drachen und Riesen. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich, dass die uralte Magie zumindest teilweise in die Struktur der Zaubererwelt verwoben ist. Und das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet etwas Neues über die Ursprünge der uralten Magie erfahren. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema oder einem anderen Thema habt, schreibt gerne einen Kommentar unter das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.